Yo guys, it's the Blue Gangsta MX with a new LP of Sonic the Hedgehog. First things first, I don't know if I'm gonna do this completely in English, but as this is one of the celebration part because there's one of my followers called Paisy. He wanted me to do this so badly, then I'm gonna do that for him and I'm gonna do this one in German. So here we go. So Leute, hier ist ich mit Sonic the Hedgehog 1, mein allererstes Game. Das Game, das mich zum Gamer gemacht hat. Mit dem blauen Hedgehog, der gerade überall hier durchfetzt. Ich weiß, ich gehe voll ab. Ich muss euch noch LP-technisch was zu den Aufnahmen hier sagen. Ich mache das hier über PC, ich nehme das mit Camtasia auf. Deswegen, ja, nicht, dass ihr euch wundert. Und mein Mikrofon, ja, mein Standard-Let's Play-Mikrofon. Okay, wartet. Act 1 passed. In Special Ring rein und alles cool. Also, mein Mikrofon ist am Arsch. Ich muss mein Handy-Mikrofon nehmen. Und wenn ich laber, bewege ich ab und zu meine Hand. Deswegen könnte es mit dem Audio ein bisschen problematischer werden. Aber das wird sich hoffentlich im Laufe der Parts ändern. So, jetzt sind wir in der Special Stage hier. Und da kommt man nur rein, wenn man ein Act 1 oder 2 mit 50 Ring oder mehr in Total passt. Dann müssen wir diese Chaos Emeralds kriegen. Ein pro Stage. Und hier gibt es nur insgesamt 6. Normalerweise sind es 7, aber das wird dann später geändert. Also im Laufe der Sonic Story. So, Green Hill Zone 2, wie legendary, wie retro. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nicht irgendwas laber, von dem ihr keinen Plan habt. Dass ihr wenigstens so ein bisschen über Sonic the Hedgehog wisst, über den Typen, der mich zum Gamer gemacht hat. Besser gesagt, den Blue Hedgehog, der mich zum Gamer gemacht hat. Yo, und ich weiß nicht, ich wollte es halt schon viel früher machen, aber das Ding ist halt, mein Laptop, der war so am Arsch, ich habe mir jetzt endlich einen neuen geholt. Jetzt habe ich halt nur das Problem mit dem Mikrofon. Und ich hatte halt mit der PS3 bessere Möglichkeiten, was zu machen. Ich habe dann halt mit PS3, oh shit, Unbesiegbarkeit und trotzdem verreckt. Ich habe dann halt mit der, einfach Genius, ich habe dann halt mit der PS3 was angefangen, mit Sonic Generations. Eigentlich wollte ich es ja chronologisch machen, von wegen zuerst die Retro-Teile und dann immer weiter in der Reihenfolge, aber ging halt nicht. Und ja, Paisy, das ist das geheime Special, das ich dir versprochen habe, worauf du dich so freuen solltest. Und wir fetzen hier einfach mal durch Act 2 und bleiben beim Loop stehen und kommen einfach nicht durch wie ein Gangster. Und jetzt haben wir es geschafft. Und ja, also ich hoffe, dass es euch gefällt und ich hoffe, ich krieg's diesmal hin. Und yeah. Alles klar. Ja, und ich mach das halt so, ich mach pro Stage immer Parts, weil ich könnte daraus ein Let's Longplay machen, so lang ist es nicht. Aber ich hab's lieber, wenn es so verschiedene Parts sind. Und hier, komm, jawoll. Haben wir schon Act 2 durch. Ich mache das dann halt immer so, eine Green Hill Zone, ich glaube die nächste hieß Marble Zone und das mache ich dann immer in Parts so. Ich hätte daraus ein Let's Longplay machen können, aber das wäre mir irgendwie zu anstrengend. Und dann müsste ich, ja, mit dem Rendern und so, das wäre halt ein Problem gewesen. Deswegen habe ich gedacht, nee, komm. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, dieses R-Ding da, was es hier gibt, genau das, was ich gerade berührt habe, das verändert den Camera Angle. Entweder läuft er von rechts nach links oder von links nach rechts. Aber uns juckt es nicht alles. Was wir wollen, ist den Chaos Emerald, der hier drin steckt. Kommt schon. Na hopp, jawohl. So. Chaos Emerald Number 2. Yeah. Und jetzt kommen wir zur Final Stage in der Green Hill Zone. Ich hoffe, das reicht euch für den ersten Part. Ich versuche die nächsten Parts so schnell wie möglich hochzuladen. Ich gebe mir Mühe, auch wenn ich gerade im Prüfungsstress bin, dies, das. Ich versuche es trotzdem, weil ich einfach gerade Bock drauf habe. Und ich keinen Bock habe, dass ihr noch länger auf sowas warten müsst, weil ich es eigentlich schon ziemlich oft angekündigt habe.
Und Sonic will einfach nicht weiter. Jetzt. Oh shit. Hoffentlich bekomme ich wieder Ringe. Ja, ich hoffe, das mit dem Audio ist bislang okay. Das ist nicht zu schlecht. Ich könnte es auch über Audacity verbessern, aber dann klingt's assi komisch. Ich lasse es lieber so. Ja. Ist besser so. Na, come on. Es gibt mittlerweile so viele Sonic-Teile und die sind alle so Bullshit. Dann ist man echt froh, wenn man die Retro-Teile wieder zocken kann, ey. Aber was ich mir auf jeden Fall wieder für meine PS3 hole, ist Sonic 06. Das wurde so schlecht bewertet und gesagt, es ist so scheiße. Und dabei ist es im Gegensatz zu dem neuesten Shit so gut, dass ich es mir einfach wiederholen werde. Wahrscheinlich mache ich davon auch noch ein LP, weil da gibt es einfach Stages, die finde ich legendary. Vor allem die Ultra Speed Stages. Ich liebe es. Je schneller Sonic ist, desto besser. Und weil wir es gerade von schneller hatten, Dr. Robotnik wurde mal kurz zerfetzt. Und wir haben Act 3 durch. Killer. So schnell geht's. Auf jeden Fall hoffe ich, dieser Part hat euch gefallen. See you next time. The Blue Gangster is out. Peace.